Das ist Mobitel 6, also ein 65 mm Coupe. Und gleichzeitig kann man den auch als einen kleinen Freestyler umbauen. In diesen Teilen hier ist alles dabei. Wird einfach das Carbonfrin eingebaut und dann ist er ohne Propellerschutz und fliegt draußen deutlich besser. Er hat die kleinen Motoren, das sind die 702 Motoren, hat aber dafür eine hohe Drehzahl der Motoren mit 23.000 kV und daher hat er auch die zwei Blattpropeller. Auf dem neuen Flugcontroller ist alles eingebaut. Also ich habe hier erstmal die lange Antenne, das ist der Empfänger, der Express-LRS-Empfänger. Das ist die Express-LRS-Version. Und auf der anderen Seite sieht man hier die kürzere Antenne und das ist die Sendeantenne für den Videosender. Und hier ist ein Videosender eingebaut, 25 bis 400 mW. Installiert ist Betafly 3.0, die Beta-Version. Ansonsten ist der super leicht. Dabei liegen zwei 300 mAh Akkus, aber ich mag lieber die neuen Akkus von GNB. Die sind kleiner, leichter und haben die gleiche Kapazität. Das sind die modernen, die passen genauso gut hier in den Quad rein. Der Stecker reicht gerade so aus, dass ich das anschließen kann. Und dann ist der Quad super leicht. Ja, hier angeschlossen. Also schön, dass die Akkus dabei sind, aber die sind besser. Und ich habe hinten keine extra abstehende Kabel, alles wunderbar, also mit dem Akku ist er perfekt. Also ich habe den über Betaflight gebunden, hier mit meiner aktuellen Radiomastefunker, die TX16S, das ist das neueste Modell, MK2. Und hier verwende ich mein Express-LRS-Modul von Beta-FPV und eingestellt ist 250 Hz und 25 mW, es ist auf dynamisch eingestellt, 25 mW bis 250 läuft er maximal. Hier sieht man Version 2.4, auf dem Board ist Betaflight 3.0 vom Mai und die unterstützt Express LRS ab Version 2. So, jetzt los! Das Fliegen auf Sicht klappt wunderbar und das ist nur ein 65 mm kleines Swoop. Trotzdem klappt alles wunderbar, also ich bin echt erstaunt. Eigentlich fliegt man damit eher indoor und nicht draußen. Aber ich hatte draußen auch gar keinen Wind, also das Wetter war richtig schön und dann ist es überhaupt kein Problem, damit draußen zu fliegen. Die FPV-Kamera ist die Roamcam Nano 3 und die Aufnahme habe ich hier mit der DJI-Brille gemacht, mit dem analogen Modul. Und so sieht das eigentlich genauso in der FPV-Brille aus. Also recht sauberes Bild, was natürlich der Sonne zu verdanken ist. Es ist noch hell genug. Die Kamera ist fest befestigt an diesem TPU ausgedruckten Kamerahalterungsteil. Man hat aber auch in der Verpackung eine richtige Kamerahaube, wo der Winkel einstellbar ist. Aber dann sitzt die Kamera nicht so fest. Hier konnte man gerade sehen, dass beim Diven nach unten natürlich durch den Propellerschutz der Whoop natürlich dann halt ein Washout bekommt und sich zur Seite dreht und man hat da keinen Einfluss drauf. Ansonsten bei Windstille kann man damit super schön fliegen draußen. Natürlich fliegt er besser ohne den Propellerschutz, aber wenn man den eher zu Hause fliegt, in der Wohnung, indoor und dann ab und zu mal draußen, dann ist das ein guter Whoop für alle Möglichkeiten. Mit dem 300 mAh Akku kommt man hier auf ungefähr 4 Minuten draußen. Indoor ist man eher so bei 5 Minuten Flugzeit. Jetzt mache ich noch einen Flug mit dem Mobitel 6 ohne Propellerschutz, also mit dem Carbon Frame. Die Videoaufnahme ist hier nicht so perfekt, weil ich das mit der HDO 2 Fettschack Brille aufgenommen habe. Hier fliege ich auf einem Parkplatz. Das macht am allermeisten Spaß. Und das Witzige ist ja, es sieht auf dem Video aus, als wenn ich mit einem Freestyler fliegen würde. Also wirklich, als wenn ich mit einem 5 Zoll Freestyler hier fliegen würde, ohne Probleme, ohne Angst zu haben, dass irgendwas kaputt geht. Das Teil ist so leicht und ist super gut von Happy Model eingestellt. Man fliegt und fliegt gute 4 Minuten und hat einfach Spaß damit. Also ich würde das Teil eigentlich nur mit dem Carbon Frame fliegen, weil das fliegt einfach super. Genauso gerne hätte ich den auch als einen Whoop für Indoor fliegen. Also toller Whoop, toller Quadcopter, kann ich jedem nur empfehlen. Viel Spaß beim Fliegen!